So? Kopfstreife kommt. Okay, schnell raus. Aus Kavala. Hast du abgeschlossen? Ach, lass jetzt gerade weg. Ist jetzt beim bei dem Bautkran. Gut. Scheiße, das Auto ist auf jeden Fall noch an, aber ich hab zu. Jetzt unter mir. Oh Gott, bitte. Jo, ich sehe nur für Karte. Ja, endlich. Hier wurde Rekrut Gentami, ja, 500 Meter von euch entfernt. Ja, der muss anhalten. Und ist direkt da. Und fährt. Lol, hält bleib an. Stehen. Bleib stehen. Euer Part, Hände hoch aufgeben, etc. Ja. Wer macht das? Wir sind ausgestiegen, laufen rüber. Jetzt? Einer läuft zum Auto. Schreit. Hinterm Auto. Sofort aufgeben. Zum Haus hin, wo ihr drin seid. Sie sind umstellt, Schiff C sofort oder wir müssen schießen. Ergeben Sie sich. Wir sprechen die Rebellen. Überfall. Ja, wir schreiten. Hat schon, gut. Außerhalb der Kopf hat aufgegeben. Ergeben die sich? Ja. Ja, außen. Den anderen sehe ich nicht. Den Rekrut. Der sitzt drinnen, einer. Der ist drinnen, den habe ich schon gesichert hier. Okay. Olaf, kommst du runter? Ja, ich komme runter. Kommunikationsmittel etc. So, ich nehme Ihnen jetzt alle Kommunikationsmittel weg. Und die Magazine aus dem Waffen nehmen. Also, Herr Interlana, was ist denn mit Ihnen los? Hände fesseln. Ist der Interlana bei dir auch so verpackt? Ja. Wo ist der Interlana? Wurden Sie überfahren oder was mit ihm? Wie bitte? Sie sehen bei mir etwas komisch aus. Sie sind unterm Auto. Ist das richtig? Nee, ich stehe neben dem grünen SUV. Okay, dann ist es gerade verpackt. Sagen, das ist ein Bug. Warte, ich mache ganz kurz. Der eine Kopf tut die Runde. Komm erstmal kurz rennt rum. Ja. Ja, also wir nehmen die Kommunikationsmittel weg und hier wird gerade geschossen. Wieso wurde ich jetzt erschossen? Alter, was? Was ist denn das? Wieso machst du das denn? Der eine Kopf hat sich befreit und ist zu ihm gerannt und hat ihn geaimt. Ja, ich weiß nicht, was es jetzt sein sollte. Das war ein Kollege, der hat einfach geschossen. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Hat mit seinem Taser auf ihn gezeigt. Was soll das? Wieso schießt du einfach? Wenn, dann sag ich schon was. Du kannst ihn doch nicht erschießen. Das war verbuggt, der hat gesagt, er kommt zu mir, dass ich ihn wieder sehe. Du musst schon auf Anweisungen warten. Ja, dann haben wir jetzt nur einen Rekrut. Okay, den nimmst du jetzt mit. So, also ihre Kommunikationsmittel sind weg. Wir fesseln ihnen jetzt die Arme und sie laufen jetzt zünkend hinterher. Sollen wir jetzt hinrichten? Also es tut mir wirklich leid, das war absolut scheiße gerade. Nee. Warum rennt er mit Waffen zu euch? Der soll sich ergeben? Weil er verbannt war. Nehmen wir den bei dir mit? Ja, ne? Hat der Rekrut die Schlüssel mit? Ich würde gerne den Wagen mitnehmen. Ja, das ist schön. Wollen wir jetzt auf Medic machen? Ich nehme Ihnen jetzt die Schlüssel von Ihrem Dienstwagen ab. Na, ich nehme ihn schon mal mit, ihr könnt ja gerne noch warten, wenn ihr wollt. Okay. Aber dann wird es irgendwie eine Flexibilität. Haben Sie jetzt eine Medic? Wie seid ihr überhaupt hier? Nur mit dem, Wenn ich jetzt losfahre, geht's. Wir steigen jetzt in den Orca hier rein. Einmal einsteigen. Okay, ich fahr den dann hoch. Ah, nochmal kurz, verbuggt war er? Der lag unter dem Auto verbuggt, dann hat er mir gesagt, er befreit sich jetzt und läuft zu mir. Ja. Was? Und du hast ihn dann einfach erschossen unterwegs. Also bei mir hat ausgeschaut, er war hinterm Auto, er hat die Situation ausgenutzt, hat sich befreit, ist mit dem Taser auf dich gerannt. Ja. Ist alles gut, passiert. Clint, du bist noch hier im neutralen Heli von uns, ne? Wo keiner drin ist. Kannst du mir mal den Highway ein bisschen spotten, ob ich hier problemlos durchkomme? Ja, was ist? Ja, dann fliege ich jetzt los, ja? Ja, du fliegst los. Ich glaube, der wollte im RM auf Toilette gehen. Was glaubst du? Der Rekrut fragt gerade so, Jungs, auf Toilette gehen? Kind so, nee, das muss hier aufhalten. Und dann haben wir so, hat bei ihm Klick gemacht oder meinst du Real Life? Nee, Real Life. Ja, nee, dann geh. Lol.
Ja, dann können wir doch unsere Fahrprüfung machen. Aber das mit den Talala ist jetzt scheiße, das ist echt schade. Ja, das muss nicht gut sein. Passiert, Jungs. Schreibt ihm das am besten bitte einmal schreiben. Ja, das kommt. Ja, gut, okay, gut. Das ist jetzt ein entfernen Sie sich da bitte, dass hier ist gerade eine Kampfsituation. Nicht, dass Sie erschossen werden, okay? Und, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Dankeschön. Holt mich gleich jemand ab mit dem Kopf? Ja Leute, ich schwitze hier gerade Blut, ne? Scheiße, mir fährt gerade ein Bullenstreifen entgegen. Bullenstreifen entgegen, ja, würde ich besser. Fahr weiter. Ja, cool, kommst du runter, der ist gleich doch, wieder da, ich dass wir das schnell enden. Sobald ich aus der Gefangenheit der Rebellen steigt er aus, schießt er auf dich, ja? Der hat auf mich geschossen, ja. Verfolgt er dich? Keine Ahnung. Wie cool, holst du mich ab? Wer ist hier noch im Heli drin? Sag mal bitte, dass du ihn gefesselt hast. Ach, der ist ja gar nicht da. Also, wenn ich das so richtig verstehe, ist E-Cool gerade AFK und will mich jetzt nicht abholen. Also, ich verfolge dich auf jeden Fall, Simon. Doch, aber ich habe gerade geschrieben. Achso. Ja. Fessel ihn bitte an einer. Nee, fliegt weiter. Die Füße? Ja, an die Füße und an Sitz, dass er nicht aussteigen kann. So, also, ihre Hände sind jetzt gefesselt. Ich glaube, Waffen sind jetzt erstmal in meinem Rucksack. RP-technisch. Soll ich da landen? So, ich fessel sie. Ja, bitte dann. Alles gut. So, vielen Dank, Herr Fuchs. Wir werden Ihnen dann gleich noch was überweisen, sobald das hier erledigt ist. Hallo. Ich sehe Sie immer noch nicht, Herr Interlane. Wir müssen das jetzt so machen, dass Sie bitte einfach in den Heli einsteigen. Wir fesseln Sie im Heli, binden Sie da dran. Weil es ist gerade immer noch verbuggt, leider. Ich hoffe, es da überfällt gerade keiner. Der hat auch die Waffe unterlässt. Nur auf jeden Fall aussteigen. Zum Rebellen, oder? Gebiet. Ja. Du biegst dann beim DP-11 zu rechts Richtung Processing ab, okay? So, okay. Ja, tut mir leid, dass es jetzt so ein bisschen blöd gelaufen ist. Das war alles natürlich keine Absicht. Ja, wenn sie sich ergeben haben, war ja okay. Ich meine, sehen Sie mich denn jetzt wieder rumlaufen? Oder ja, bin ich bei Ihnen immer noch wie ein Block rum? Sobald Sie im Heli waren, hat es wohl wieder funktioniert. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, wenn ich wieder ausdenke, ja gehe ich wieder rum. Wenn nicht, mache ich dann ganz kurz wieder. Ja, schauen wir dann mal. So, ja, wir haben so ein kleines Spielchen mit Ihnen vor. Es wird Ihnen sicherlich gefallen. Wir wollen Sie heute ein bisschen auf die Probe stellen. Weil wir haben langsam Zweifel an der Kompetenz der Polizisten. Okay. Aber alles Weitere werden wir Ihnen dann später noch sagen. Fliegen wir ein bisschen weiter rechts am besten. Von der Hauptstraße weg. Weil da war nämlich. Soll ich fliegen? Also ich fliege in Heli. Achso, ja genau. Genau, Opa, flieg du mal weiter rechts. Ja gut, passt. Soweit braucht er. Ja gut, doch, genau richtig. Weil der ist dann nämlich da ins Feldweg reingeballert. Ey cool. Wie viele Leute seid ihr im Heli? Ein Kopf und zwei Rebellen mit mir. Ich krieg von Amtrix einen Notruf rein. Im Turtle Dealer. Jetzt haben wir Cops. Ja. Machen wir es anders. Kommt ihr mal zu DP-12 geflogen? Ihr seid doch auch in der Nähe, ne? Oder? Ja, die sind beim Alm-Prozessor gerade. Wo genau sitzen die Cops jetzt drin? Wo ist denn der Rekrut? Im Auto oder im Heli? Ne, irgendwie ist im Heli. Okay, gut. Der habe ich nichts gesehen. Kommt immer zu mir, bringt den den Dingsabumster her, den anderen Kopf, den Rekruten lassen wir aussteigen, den lassen wir in Hummingbird, der Hummingbird verschwindet dann in die Base. So, damit sie sich nicht so alleine fühlen, kommt jetzt ihr Kollege noch zu Ihnen. Können Sie ein bisschen Händchen halten, dass es nicht ganz so schlimm ist für Sie? Fliegen mal kurz zum zweiten Dealer. Wir haben gerade so ein bisschen Sorgen hier am Flughafen. Wurde ja, ich glaube, vor zwei Wochen war ich schon von den Netzgeisen gesehen. Geradeaus weiterfahren. Ach, Sie gewöhnen sich schon langsam daran. Das soll aber nicht so sein. Wir tauschen Offi gegen den Rekruten. Tauschen? Ja. Beide sollen zu mir rein, oder?
Soll ich jetzt umsteigen oder steigt er? Er kommt zu uns. Also sie bleiben einfach weiter sitzen, gefesselt. Sie und alle, die nicht in der Teil, wir brauchen nur einen Piloten. Alle, die nicht fliegen, Eco fliegt, Olaf, Sink. Willst du aussteigen? Ja, aussteigen. Eco, sag nochmal, dass du ihn gefesselt hast im Hubschrauber. Vincent, wie ist das? Meine. Gibst du mir einen Schlüssel? Oh, hast du schon. Hab ich schon. Okay. Oh, der Desync bleibt hier. Ja, dann sag ihm mal, dass er zur Schranke vorfahren soll. Hey, du bist vorgefahren, oder? Fahrt ihr mal bitte. Ja, fahrt ihr hinterher oder fahrt ihr vorweg? Ja, wir können eigentlich so ein bisschen so. Ja, wollen wir nach Kavala versuchen zu kommen? Einfach just for fun, wir haben jetzt eh nichts mehr großartig mehr zu verlieren, oder? Ja. Einfach den Offroader dann hinterher. So, wir fahren vor. In einem sicheren Abstand. So ungefähr 100 Meter. Sollte eigentlich reichen. Alles klar. Er soll das Blaulicht anmachen. Nicht vergessen, ich habe hier meinen Notausschalter dabei. Alles. Kommt alles nach einer. Den werde ich dann betätigen. Wenn da irgendwas schief läuft. Der Rekrut darf Ifrit fahren, der freut sich bestimmt. Ne? Sind sie 3 Tage bei den Polizisten schon, dürfen sie Ifrit fahren. Ne? Dürfte glaube ich noch ja, gar keiner. Das ist echt eine Ehre. Also ehemalige ja, Sichtlinien vom Herr Officer. Ich rede mal so, dass die Mitschwimmen ja, sind. Ja, ich habe gesagt, meine Liste rausgeholt mit 10 Punkten System. Ne? Wenn sie einen Fehlverhalten an den Tag legen, gibt es dafür einen Punkt Abzug. Bei 10 Punkten. Verlieren sie, erlöscht die Fahrerlaubnis. Auf jeden Fall im Rebellengebiet. Da müssen wir nochmal mit dem TÜV Nord reden, ob sie nicht da auch dann Konsequenzen zu erwarten haben. Denken Sie daran, halten Sie sich an alle Verkehrsschilder. Moment, Thomas. Und an die Geschwindigkeiten. Soll ich dir jetzt irgendwas im Ifrit sagen? Ihr hört ja gerade, was ich sage. Ihr könnt Ihnen das gleich, wenn ich fertig bin, so mitteilen, okay? Ja. Okay. Ja, wir haben Geschwindigkeiten, die auf Altes vorgeschrieben sind, an die werden wir uns halten, okay? Wir haben Geschwindigkeiten in Altes, die sind vorgeschrieben und an denen werden wir uns halten. Um einfach mal Ihre Kenntnisse ein bisschen zu prüfen, wie Sie ein Fahrzeug, was wissen, auf der Kontrolle geht, abfahren können, also ganz leicht. Ja. Werden wir gleich hier vorne rausfahren, wenn Sie mal schauen, in Richtung Süden schauen, sehen Sie da vorne so einen kleinen Hügel, da möchte ich gerne, dass Sie ein bisschen springen. Ich möchte mal sehen, dass alle 4 Reifen abheben und ich möchte sehen, wie Sie danach auf dem Weg, der dahinter sich befindet, links abbiegen und das Fahrzeug unter Kontrolle behalten, ja? Also wir werden den Offroad jetzt gleich. Dann bitte die Fahrt beginnen jetzt. Er versucht auf den Berg zu fahren und ein bisschen abzuspringen. Ich möchte natürlich auch, dass wir mit dem Ifrit alle 4 Reifen in der Luft haben. Es gibt Punktabzug. Er hat den falschen Hügel, ist egal. Oh, Mama. Eigentlich der rechts hier. Olaf, sag auch mal was. Ja, du. Guck mal. Das Problem ist ja... Wie war das mit den Punktabzügen? Okay, das sag ich jetzt. So, Sie haben ja bestimmt schon mal so eine Fahrprüfung gehabt bei der Zivilistenseite. Da gibt's ja auch eine, habe ich gehört. Und genauso hier funktioniert das mit den Punkten. Also für jedes Vergehen gibt es eine bestimmte Punktzahl. Sobald Sie bei 10 angekommen sind, ist die Fahrprüfung damit beendet und Sie müssen leider das Fahrzeug verlassen und wir werden das dann weitergeben und über weitere Maßnahmen werden wir dann auch sprechen, dass Sie hier im Rebellengebiet kein Fahrzeug mehr führen dürfen. Also geben Sie sich bitte Mühe. Alles klar. Und hier sind zum Beispiel schon mal nicht nur 40, ich weiß gar nicht, wie schnell Sie jetzt gerade fahren, aber hier sind auf jeden Fall mehr. 50 sind es hier. Ist echt 50? Mensch. Seid ihr dran? Also er fährt hier wirklich sehr vorschriftsmäßig. Ja, der hat am Stoppschild angehalten. Sehr schön gemacht mit dem Stoppschild.
kann ich nur auf die Kurve warten. Ja, wir müssen ein bisschen weit weg. Also wenn ihr auf einen Moment wartet auf uns, wäre super. Hinter Sofia sagen wir, sie sollen einen Geschwindigkeitspursuit machen Richtung insofern machen wir so ein, zwei Schlenker und hinter sollen die alle ihre Blaulichter machen und Geschwindigkeit zum Checkpoint fahren, so schnell wie sie können. Okay. Da das hier ihre erste Prüfung im Ifrit ist, kann ich Ihnen noch einen kleinen Tipp geben. Der Ifrit hat einen ziemlich hohen Schwerpunkt, das heißt, er kann relativ leicht kippen, da sollten Sie aufpassen, gerade wenn es dann etwas hektischer wird. Wir sagen denen aber erst danach, Sofia, dass jetzt eine Verfolgung beginnt, sozusagen. Wir fahren ein bisschen in den Sofia rum. Genau. Wir treffen uns dann Ausgang Sofia, okay? Okay. Auch heute schneller, oder? Ja. Sehr schön machen Sie das, muss ich ehrlich sagen. Ich war eigentlich drauf, dass sie mir auf dem falschen Streifen kommt. Man spürt richtig, wie sie sich anstrengen. Hey. Ja, ich versuche mein Bestes. So, sie fahren jetzt die nächste hier links rein. Und denken Sie bitte an den Schulterblick. Die nächste dann sofort wieder links. Das ist kurzfristig. Und die nächste wieder links. Und dann werden wir ein kleines Rückwärts-Einparken machen, und zwar direkt neben dem Offroader. Und denken Sie dran, Schulterblick, Spiegelblick, das kennen Sie ja alles. So, sehr schön. Dann stellen Sie bitte das Fahrzeug in eine Parkposition ab. Sie wissen ja, wie das geht, Handbremse und so weiter. So, was machen wir jetzt hier? Wir fahren weiter, es war nur rückwärts einparken, okay. Ne, nicht. Okay. Sound muted. Sound muted. Rückwärts einparken funktioniert auch. So, wir werden jetzt dem Offroader wieder in ordentlichen Abstand folgen. Soll ich lieber immer die ganze Zeit so so sprechen, dass ihr das auch mitbekommt? Damit ihr immer hört, ja, ja? Ja, okay. Gut, die nächste wieder links. Damit sind wir auf der Hauptstraße. Ja, fahren wir bis dort hier rechts. Genau, das Stoppschild, sehr gut. Halten wir kurz an. Hat er beim Stoppschild gehalten bei euch? Dann ja, hat er haben gehalten. Sie ja da vorne okay. Gesehen, da geht's links, die Hauptstraße, schön gucken. Ich bin mal gespannt, ob sie auf der Straße stehen bleiben oder ob sie rechts ranfahren. Mikrofon aktiviert. Ja, guter Mann, man parkt doch nicht auf der Straße, fahren Sie doch rechts ran. Mikrofon muted. Sie wollen doch nicht hier an den Verkehrsteilnehmer behindern, oder? Wir halten jetzt da hinter dem Offroader. Oh. Was seid ihr machen? Kollege hat einen Punktabzug gemacht, weil er auf der Straße gehalten hat. Gerade da eine Fahrprüfung der Kopf abnehmen. Fahren Sie bitte an den Seitenstrahl, genau. Okay. Ja, sehr gut, dass Sie den Blinker gesetzt haben. Jetzt werden wir da Sie ja nun auch mit höherer Geschwindigkeit arbeiten müssen, werden Sie jetzt an dem Fahrzeug das Blaulicht einschalten und bis zum Checkpoint durch eine Verfolgungsjagd simulieren. Das bedeutet, wir werden jetzt eine Verfolgungsjagd Höchstgeschwindigkeit zum Checkpoint. Das heißt, Sie machen jetzt das Blaulicht an? Ja. Sie werden jetzt auf dem kürzesten Weg und Richtung PS, Checkpoint fahren. Nicht, ja, Sie dürfen losfahren. Wir sind nicht vor dem Ifrit da. So, Gas. Und wir also sind natürlich nicht, auch Offroad. Ja, und wir sind nicht vor dem Offroad. Ich kann mich noch irgendwo reincrashen. Geben Sie Gas. Und haben Sie das Blaulicht, glaube ich, auch anmachen. Das Blaulicht an, Sirene an. Hauptsache, wir sind schnell.
Blaulicht geht nicht. Dann die Sirene, das ist auch okay. User left your channel. Microphone activated. Ich sehe schon, wir werden alle sterben. Oh ja. Das war noch gemacht, geil. Kann auch ruhig machen, das finde ich gut. Wollen wir dann vorne irgendwo simulieren, dass da vorher Spikes sind, dass die ausweichen müssen? Mit Vollgas so eine kleine Links-Rechts-Kurve ist bestimmt interessant. Ich warte, ich sag, oder? Natürlich passieren ja auch manchmal Sachen auf so einer Verfolgungsjagd. So, es ist natürlich da so, dass bei einer Verfolgungsjagd auch so ein paar Dinge passieren. Das mal das Spikes liegen. Also es kann auch mal sein, also dass da schon Polizisten vorne stehen und Spikes liegen. Sie ein wir werden jetzt die Augen offen halten. Manöver durchführen. Und sobald ich sage, okay, dass da Strikes, Spike-Trips liegen, auf der rechten Seite werden sie eine Links-Rechts-Abbiegung machen und damit der Gefahrenzone ausweichen, okay? Ja, Haus abfahren, ne? Oh, Spikes! Ja, hervorragend! Und Spikes. Ja, also super. Ja, das war sehr gut. Sie haben nicht den Gegenverkehr behindert. Wenn da jemand gekommen wäre, das war wieder sehr gut. Zwei Sterbe, ein Pluspunkt. Aber hast du auch den Stein auf dich zu kommen? Ich hab den behalten mal gleich. Er macht sehr richtig gut. Eigentlich sollten Sie der Officer sein, oder? Also von dem Officer da vorne höre ich nicht so gute Sachen. Ich muss was Überraschendes noch einbauen. Lass mir jetzt mal ein bisschen fahren. Schluss. Ich schreie jetzt gleich Hunter HMG von vorne. Das mache ich vor kurzem DB14. Oh, wir kriegen gerade die Mitteilung, Hunter HMG in DP14, umfahren. Hunter HMG in DP14, umfahren. Ja, Schlinger gekommen. Direkt vor DP14 ist ein Hunter HMG. Wir müssen unbedingt ausweichen, vor DP14. Sehr gut. Ja, so ist der Alltag bei den Rebellen. Ausweichmanöver durchführen. Dann wo er jetzt lang fährt. Jetzt rechts! Ausweichen! Sie dürfen schnell auch ihr Horn zu Hilfe nehmen, wenn sie möchten. Das muss schneller gehen. Ah, hervorragend. Ich also das schon gibt jetzt erstmal drei Minuspunkte, das heißt, sie sind jetzt schon mal bei minus einem Punkt, sie können sich jetzt noch neun Fehlerpunkte leisten. Er sagt, er verrät sich dann im Hunter HMG, kann ich nichts gegen einwenden. Mikrofon aktiviert. Fahren wir doch bei dem jetzt dann rein. Da steht doch ein Hunter. Er ist gerade überfordert von uns, Scott. Ja, das ist gut. Schön. Ich weiß gar nicht, wie das ankommt. Ob das gut ankommt, keine Ahnung. Okay. Aber ich dachte schon. Offroad zu Ihrem Kollegen davor. Offroad bitte. Vollgas. Und dann hintercheckt, wenn es gesetzlos wie möglich ist. Gehen Sie wieder um? Ja, genau. Und hinterher. Ich hab noch eine Idee, wir können vorm Checkpoint sagen, anhalten und einer alten Dame über die Straße helfen oder im Checkpoint oder so. Was soll die machen? Einer alten Dame über die Straße helfen. Gehört auch zu Rebellen da sein. Okay. Und weiter. Mit dem vorne, jawohl. So. Vorm Checkpoint halten wir dann einmal kurz an, bitte. So, vor dem Checkpoint halten wir dann einmal kurz an. Und wie es dann weitergeht, sage ich Ihnen. Sag mal, rammt ihr euch hier? Oder was ist das? Ja, genau. Was war das? Weil das bei der kurzen Kurve da beim Schild könnte man anhalten. Ich weiß ja nicht, ob Kollegen von dir da sind. Okay, dann bekommt der Kollege jetzt gleich eine Warnung und 5 Minuspunkte. Sie haben soweit alles richtig gemacht, wie ich das gesehen habe. Na, kannst, fahr mal ein bisschen Schranke vor, sieht sauber aus. Hier, euer Kollege hat uns gerammt, es gibt Minuspunkte. Ja. So, Sie fahren jetzt bitte etwas langsamer und halten vor den Schranken. Es sieht bisher alles safe aus da vorne. Können Sie mal einmal anhalten. Sie halten dann einfach bei dem Offroader an. Wieder nicht den Verkehr behindern, wie Sie das vorhin schon getan haben. Straße stehen geblieben. Schulterblick nicht vergessen, das kennen Sie ja schon. Mein Kollege soll das aufmachen. So, jetzt dann bitte auch die Sirene ausmachen. Sirene bitte ausmachen. So, Herr Silent, bitte einmal aussteigen. Sie, Herr Thaler, auch bitte. Und wir werden dann hier einmal kurz aussteigen. Parkposition einnehmen, Motor aus und so. Was? Ja, Sie wissen ja, dass wir die Zivilbevölkerung immer helfen.
Und auch beim Autofahren gibt es halt einfach mal Momente, wo man aussteigen muss. Schauen Sie sich den Herrn Intala an. Fenglas, bitte. Schauen Sie sich den an. Ja, stellen Sie sich vor, der ist jetzt eine alte Oma und er möchte gerne über die Straße. Was machen Sie, Herr Intala? Ich würde erst mal die Person fragen, ob sie prinzipiell Hilfe möchte. Weil nicht, dass es dann heißt, die Person hat mich begrapscht. Silent? Die Hilfe anbieten. Ja. Fenglas. Dann rüberhelfen. Ja. Sehen Sie, die Waffe dort ist jetzt simuliert ein Gehstock. Ja, das ist eine alte Dame. Dann zeigen Sie mal, wie Sie das machen wollen. Das gehört ja auch bei uns zur Fahrprüfung dazu. Du musst alte Oma spielen, Silent. Frau Silent. Möchten Sie Hilfe beim Straße überqueren? Ja, bitte. Okay, dann ich habe Angst ganz allein. Vorsichtig. Setzen wir den Gehstock immer ein kleines Stück weiter nach vorne und dann nehmen Sie kleine Schritte. Herr Intelana hat nicht nach links und rechts geguckt. Gemeinsam. Microphone activated. Ja, das sieht sehr gut aus. Machen wir sehr souverän für Ihr Alter. Microphone activated. Schon Schlimmeres gesehen. Und Eko, du spielst die Oma für den Kruten. Ja, gleich den Fall. Meine Hüfte tut so weh. Eine schaffen wir. Den Telan hätte jetzt einfach die Oma umgebracht. Der hat nicht nach links und rechts geguckt, wenn da ein Auto gekommen wäre. Das geht ja gar nicht. Also ich bin nicht so schnell. Ja, das machen wir, nachdem die beiden drüben sind. Ja. Hoffentlich macht das der Tommy besser. Alles klar, Frau Seilen. Wir haben es geschafft. Vielen Dank. Ja, Bewertung gibt's gleich. Herr Gentami, Sie sehen eh cool neben sich, den, ja, Riff-Class-Geist, ja, das ist jetzt Ihre Oma. Begleiten Sie bitte rüber. Und den Namen immer vernünftig aussprechen, ja, man spricht ja nicht nur nach. Einen Moment, ich verstehe gerade nicht viel, ich muss mein Hörgerät lauter stellen, einen Moment. So, jetzt einmal noch bitte. Der Herr Reklapp wird jetzt neben Ihnen, der wird jetzt die Oma spielen, ja, und denken Sie daran, immer schön sitzen und sowas, und Sie müssen sie jetzt auch über die Straße begleiten. Hallo! Hallo! Hallo, Herr Reklapp. Hallo, Rekrut. Ich möchte gerne über die Straße. Sag, das ist eine Sehschwäche. Sehen sehr hilfsbedürftig aus. Dürfte ich Ihnen über die Straße helfen? Gerne, mein Rekrut. Sehr nett von Ihnen. Gut, dann werde ich sie einmal bei der Hand nehmen, hacken sie sich einfach bei mir ein. So, hacken sie sich bei mir ein. So, und jetzt gehen wir langsam los. Wir gucken noch eben, ob ein Auto kommt. Ah. Voran. Aha. Sehr gut, da kommt nämlich ja, da kommt ein Auto. Oh, ich höre irgendwann. Ich gehe jetzt los, sag mal. Es ist spät. Der fragt sich auch, was so, ist hier los? Dann können wir jetzt los, jetzt sieht es zwei aus. Dann machen wir mal langsam, machen wir uns mal langsam auf den Weg. Ja, das ist gut. Sehr nett von Ihnen, mein Rekrut. Ja, dafür bin ich ja da. Warum kommt jetzt kein Auto? Ein Käffchen vorbeikommen bei mir. Und das würde ich sehr gerne in Anspruch nehmen. Ich möge junges Fleisch. Ey, drück mal Y und schmeiß dich mal auf den Boden. Du bist hingefallen, sie haben mich nicht festgehalten. Aua! Au, warum lassen sie los? Microphone activated. Ich bin gestolpert. Sie haben mich nicht aufgehalten. So. Sehen Sie mal. So. Die arme Oma Reklaff spielt. Ich helfe Ihnen mal da hoch. Microphone activated. Okay, steh auf. Lass uns nicht so eine tolle Länge ziehen. Steh auf. Aua. Dankeschön, Herr Rekrut. Ja. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir mal zur Bewertung. Also, Herr Senior Officer Intala, sehr nettes Gespräch, sehr nett angesprochen. Sie haben mir auch gut geholfen. Das Einzige, was wir vermisst haben, ein bisschen, war der Blick nach links und rechts, ob ein Fahrzeug kommt. Muss ich Ihnen leider einen Punkt vergeben, ja? Okay. Herr Gentami, wie viele Punkte hatten Gentami? Bis jetzt also drei. Herr Gentami, dafür, dass die Oma hingefallen ist, ne? Also sie haben alles schön gemacht, aber dafür, dass die Oma hingefallen ist, gibt es 2 Punkte. Das, so geht das nicht. Okay. So geht das nicht. Aber ich habe also, wieder Mikrofon muted. Na gut, dafür ziehe ich wieder einen Punkt ab. Also einen Punkt kriegen sie dafür. Einen Punkt, okay? Alles klar.
So, kommen wir zum zweiten Teil der Fahrprüfung. Jetzt haben wir ja gelernt, wie, weil wir TÜV-Rebell sind, wie das nun mal ist, wie man auf der Rebellenseite Auto fährt. Vernünftig. Jetzt begeben wir uns ja in ein neues Gebiet. Ja, das ist von der Polizei kontrolliertes Gebiet. Und dort fahren ja die Rebellen natürlich anders. Ich möchte jetzt sehen, dass sie sich an keine Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ich möchte sehen, dass wenn andere Fahrzeuge kommen, dass sie denen natürlich ausweichen. Aber ich möchte auch sehen, wenn andere Polizisten kommen sollten, dass sie dort aggressiv an denen vorbeifahren. Nicht in sie reinfahren, aber aggressives Vorbeifahren möchte ich sehen. Okay, Herr Clint Eastwood, ich hätte noch ein Problem mit dem Off, oder? Ja, welches denn? Der Tank ist fast leer. Ja, dann werden wir wohl gleich mal tanken fahren. Machen wir bei der nächsten Tankstelle. Alles klar. Schaffen wir das noch? Ich mal gerade nachgucken. Ich glaube, es gerade so vielleicht noch. Ich habe noch mehr Kanister dabei. Ich bin ja ein sehr gut vorbereiteter Mensch. Ich habe sogar mit Dienstkanister dabei. Ja, hervorragend. Tanken Sie den Wagen, dafür kriegen Sie schon wieder einen Punkt Abzug. Mensch, dann sind Sie jetzt nur noch bei 3. Das sollte aber reichen bis zur nächsten Tanke. Also soll ich den jetzt reinkippen, Jo, kippen Sie den mal rein. Wie gut der Rekrut vorbereitet ist, ey. Den Talaner kann nichts. Ja, nehmen Sie mal ein Beispiel, wie gut Ihr Rekrut vorbereitet ist. Immer für eine Fahrprüfung. TÜV-Rebell lauert überall. Ich merke schon. Ja, das gehört auch dazu. Wildhupen, ja, Wildhupen in Ortschaften. Okay. Nachts würde ich sagen, ohne Licht fahren. Ja, mein Fahrlehrer, Rekurs Gentami, das war sehr gut. Bei der Stärke, da kommen ja gar nicht sehen durch. Bekommen Sie natürlich wieder Bonuspunkte. So haben Sie. Mensch, das ja, das ist sehr schön. Und mit der Sehstärke haben Sie ja immer noch, glaube ich, ne? Wir werden dann die Fahrt auch gleich vorsetzen. Sind wir fertig mit tanken? Sind wir fertig mit tanken? Ja. Dann dürfen Sie schon wieder in Ihre Fahrzeuge einsteigen, Ihnen zugewiesenen Fahrzeuge, die zugewiesenen Prüfer bitte auch einsteigen. Mikrofon aktiviert. Irgendwo ein Parcours? Ne, wir haben kein Parcours oder sowas, ne? Ah, wir lassen die nochmal, ich weiß, wo wir fahren. So, Sie haben ja schon gehört, jetzt sind wir hier in einem anderen Gebiet, nicht mehr im Rebellengebiet. Das heißt, Sie fahren jetzt fort, bitte. Zu schnell, aggressiv an Autos und Fußgänger vorbei, Sie huben aggressiv. Sie verhalten sich ebenso wie normale Polizisten sich hier zu verhalten haben, ganz klar. Alles klar. Mikrofon aktiviert. Oder Sirenen machen, dann verstoßen sie nichts gegen Gesetz, ne? Dann gibt es einen Punkt Abzug. Ah, der Rekrut fährt auf der Seite. Ja, das gefällt mir sehr gut. Sie haben schnell gelernt, das gefällt mir. Ja, Hinterlana, wollen Sie nicht mal prüfen, ob die andere Fahrbahnseite auch so gut gepflastert ist wie die hier? Ich habe auf der Karte mal markiert, wo man was gut machen kann, aber es ist ein bisschen weit weg. Die mit hier gut. Ah ja, das ist dauert zu lange. Ich möchte sie auch nicht ewig beschäftigen, weißt du? Die müssen auch, haben auch andere. Ist halt gutes Gelände da. Hervorragend. Das ist so eine Wand. Oh. So. Ob sie hier drauf sehen, da rechts so einen tollen Sprunghügel, den versuchen wir mal mitzunehmen, ja? Da rechts von uns. Aber sie haben das Auto sehr gut abgefahren. Ja. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Aber trotzdem schnalle ich mich jetzt mal. Perfekt. Damit sind sie jetzt wieder bei 0 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Der ist wieder geflogen. Ja, hast du das gesehen? Den muss ich mir merken, den Berg. Hoppala. Okay. Ja, sie haben sehr gut reagiert mit der Sirene. Die werden jetzt hier anfangen. Das heißt, eine schnelle Lenkung nach links und genau, sehr gut.
Das gibt 10 Punkte! 10 Punkte sind das! Jetzt das Gefahrengebiet ein wenig absichern. Hat sie auch angesprochen, Sir. Mikrofon aktiviert. Sehr geil. Alles in Ordnung. So, Sie werden jetzt das Fahrzeug bitte verlassen, ein bisschen mit dem Verwundeten da sprechen. Sie können bitte erste Hilfe leisten. Nein, bitte nicht. Kommt der Sanitäter, okay, dann können wir die Verfolgung. Also, ich finde es tatsächlich nicht schlimm. Ich verkriege schon mal das Auto. Standing by! Ach, das Auto ist noch heile, oder was? Einmal bei Ihnen. Einmal. Ja, wenn er kann, soll er den Truck noch bei mir empowern, wenn es irgendwie geht. Das ging ja sehr schnell, danke. Ja, da sieht man wieder, ja, ne? Das könnt ihr dir mal sagen. Rebellenmäßiges Autofahren kann nicht jeder. Ist aber wahrscheinlich schon unterwegs. Okay, da ist er schon. Hier, ich lege ihm mal einen Handtuch unter den Kopf, damit sie nicht so hart auf den Boden legen. Das ist aber eine sehr nette Geisel, ne? Und dann wird das alles schon wieder klappen, ja? Bleiben Sie einfach wach, halten Sie die Augen begeistert. Und dann ist gleich dann mal schon. Da sie das Fahrzeug repariert hat, dann kriegen sie auch wieder 4 Punkte Abzug. Ja, dann sind nur noch 6 Punkte. Du musst Doppel-Caps tun, für Dauersprit. Habe ich, deswegen hört ihr mich. Achso, schön. Mehrere Tasten. Okay. Also ihr hört mich deswegen auch im TS, weil ich das so geschaltet habe. Ich werde gleich sterben. Alles gut. Aber ja, einen von denen. Loslegen. Bei kann mir erlaubt. Fangen Sie einfach bei einem an. Keine Kampfhandlung. Ist nur ein Verkehrsunfall. Olaf, okay. Ich glaube, die Medics sind auch gerade ein bisschen überfordert, oder? Ich musste gerade Funkkontakt mit meinem Kollegen herstellen. Was haben Sie gerade gesagt? Der Ethred ist noch offen. Ja, das haben Sie sehr gut erkannt. Das gibt wieder einen Bonuspunkt. Ich habe ihn gerade abgeschlossen. Sehr gut. Sollte der ja wieder nicht Auto fahren oder was passiert? Ja. Wir haben es bemerkt. Herr Desmond, können wir nicht noch hören? Wieder hier vom Rebell. Ja. Der Medic ist sofort bei Ihnen. Ist das Handtuch noch bequem unter Ihrem Kopf? Ja, aber so langsam wird es ein bisschen durchnässt vom Blut, muss ich sagen. Ja, kein Problem. Ich gehe zum Auto und hole ein neues. Halten Sie durch, ja? Oder der Medic ist schon da, der hat noch Medic ist schon. Halten Sie durch, der Medic ist schon. Ja, genau. Das Fahrzeug ist ja noch heilig. Keine Sorge, der Herr. Ein toter Rebell ist nichts wert, aber das Mikrofon Fahrzeug ist heilig. Klinische Versorgung. Klinische Versorgung. Fahrzeug. Haben Sie noch einen vergessen, ne? Herr Politik. Hä? Oh. Ja, da liegt noch einer. Ja, der wird nicht, auch wieder. Den noch vergessen. Keine Sorge. Nee. Mein Kollege stellt sich doch wieder am Punkt. Ja, Herr Gantami, eine kurze Auswirkung dieser Situation, das war alles sehr gut. So komisch hinter dem Auto. Sie haben die Übungspuppe gut umsorgt. Gewärmt und alles, es war okay. Hier ist noch einer, der soll noch einen retzen hier, ne? Also Sie bekommen für hier keine Minuspunkte. Das war alles wirklich perfekt. Sie waren schnell. Die geile Fuchs, der rumlaufen, keiner. Und dank Ihnen hat diese Puppe überlebt. Sehr gut. Oh, okay. Dann 20%, das darf ich nicht mehr. Mach ich gerne. Noch 28. Mikrofon aktiviert. 28 Minuspunkte leben. Gehen Sie auf keinen Fall das Licht, von dem Sie sprechen. Dann Defi, den Sinusrhythmus. Ein bisschen Tachykard. Ja, das okay. Wird alles wieder. Das schaffen wir. Genau. Hat er eine hypertensive Entgleisung? Bitte was? Hat er eine hypertensive Entgleisung? Ah, jetzt ein bisschen bewusstlos hier. Ein paar starken Möglichkeiten. Ah, ja. Erschrecken Sie nicht. Er hat eine Waffe in der Hand, aber er wird Ihnen nichts tun. Okay, dann kann der Herr auch einmal wieder aufstehen und dann gehen wir mal eben von der Straße runter und dann verteile ich noch Pflasterchen. Das ist keine Waffe, das ist ein Gehstock. Gehstock. Bitte anstellen, okay. Hinter mir. Ja, ich bin ja schon heiler, irgendwie passiert uns. Genau, einmal eine schöne Reihe bilden hier an alle, die noch ein Pflasterchen brauchen. Mikrofon nächster, bitte. Oh, ich bin schon voll. Entschuldigung. Mir geht's ja, gut. Ich hab mich gerade gewundert, ich sehe da doch gar nichts mehr. Lol. Sagt ihm nochmal, dass es die Rechnung an Herrn Intelana geht. So, vielen Dank. Ja, die Rechnung geht an Herrn Intelana, das haben Sie ja schon bemerkt, bestimmt. Der bezahlt ja, ihn dann einen kleinen Betrag. Machen wir mit dem Zivilisten, der das Fahrzeug verloren hat. So, wir werden jetzt wieder in das Fahrzeug einsteigen. Reinkommen in Offroader und nehmen wir mit, wenn er möchte, oder kann man den Sanit mitfliegen. Wir fahren Richtung Karala.
Sie können mit Offroader, Polizisten Offroader mit reinkommen, wenn Sie möchten. Aber bitte Ruhe wegen, während der Fahrprüfung. Oh, okay. Mikrofon ja. Aber geben Sie Ruhe. Sound muted. Dann können Sie jetzt schon mal eine ganz vorsichtige Wende beginnen, sobald der zweite Fahrlehrer drin ist. Und Sie wissen, auf welcher Seite wir gerade fahren und was ich mit vorsichtig meine. Das heißt, hier stehen Büsche, die sollten eigentlich nicht überleben und solche Sachen. Sie kennen das ja. Und dann warten wir noch kurz auf den Offroader hier einfach irgendwo auf dem Feld. Sie wissen ja, rebellmäßiges Fahren. So, wo geht's jetzt hin? Alle Verkehrsregeln fahren. Und jetzt schließen wir uns im Offroader wieder an, genau. Da ist ein Verkehrsschild, das nehmen Sie mit. Sehr gut, sehr gut. Okay, Go-Kart fahren, alles klar. Genau. Wir wollen die eine Runde Airport durchfahren. Dann müssen die eigentlich reinkommen, meine ich. Also. Bestimmt die kleine Go-Kart-Bahn, die werden wir dann mal durchfahren. Alter, dann, ich sehe, Sie machen es jetzt genau richtig. Ja, ist eine lustige Hupe, ich weiß. Rufen Sie mehr. Spikes rückt voraus, Spikes rückt voraus. Mikrofon müde. Oh. Oh je. Wir fahren da bitte gleich weiter. Ich hab keinen Repair dabei. Wer hat einen Repair-Kit dabei? Trips voraus, Spikes voraus. Hat keiner jetzt einen Repair-Kit dabei? Okay, sehr gut. Da hinten, in meinem Auto. So, wir werden jetzt ein schnelles Lenkmanöver zum Offroader zurück machen. Ifrit. Ja, komm mal da, Ifrit, bitte zurück. Komm zurück, wir kommen zurück. Und bitte mit Blaulicht jetzt den Offroader absichern. Und dann die Umgebung absichern. Mit Träne. Ne? Blaulicht kann er nicht. Zivilist repariert schon. Wir könnten gerne vorfahren, wenn du möchtest. Ne, wir sichern jetzt, aber, habe ich gesagt. Da vorne wurden nämlich Cops gesichtet, deswegen. Stellen Sie bitte hinterm Offroader dann wieder auf. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Wollen wir die nicht zum Atira-Akku begleiten, dass die im Endeffekt auch wieder schneller in ihren Dienst kommen? Ja, also noch, nach ich dachte noch Kokardrunde und dann Atira, ne? Ja. Na, was hast du wieder? Kokardrunde? Ja, genau. Und dann Atira, was haltet ihr davon? Ja. Hm. Hallo. Gut. Hi, grüß dich. Mikrofon hier. Nur zu Ihrer Information, wir machen jetzt die kleine Kokardrunde da vorne, fahren dann zu Ihrem Headquarter nach Atira und lassen Sie wieder. Entelana, Entelana, wie viel das Geld haben Sie bei sich? Wieder die normale Schicht. Okay. Aber waren Sie ruhig? Da wir ja freundliche Rebellen hätten, sonst den Herren dort an der Tankstelle noch gerade noch ein bisschen Geld für einen Tank gegeben, aber wenn wir nichts dabei haben, das passiert uns auch. Dann so eine noch ganz kleine Aufmerksamkeit. Wir sehen auf der rechten Seite so einen kleinen Parcours hinter dem Parkplatz hier. Eine ganz kleine Aufmerksamkeitsfrage. Wir hatten da vorne an der Tankstelle ein Fahrzeug stehen. Welches Modell und welche Farbe war das? Ein orangener Offroader. Ja, sehr gut. Sie haben gut aufgepasst. Der ist nicht schlecht, der Rekrut. Ja, versuchen Sie mal, sich hier durchzumogeln. Müsste eigentlich gehen. So, da vorne ist schon die Go-Kart-Bahn. Da werden stellen wir jetzt mal den Startpunkt. Zur Stadtlinie fahren. Neben den Offroader. Aber wir lassen die nicht also wir fahren hintereinander weg, machen hier ein Zeitrennen. Das geht uns gleich in die Hose. Mhm. Ja. So, nächster Teil der Prüfung. Ja, wir sehen ja, das muss ja halt auch ein bisschen passen mit so, Sie werden erstmal dann mit dem Spikes erst losfahren, wir haben ja gerade gesehen, dass da so ein paar Mängel noch sind. So, deswegen, Sie haben das bisher ganz gut alles gemacht, aber so ein bisschen Schlecklinien fahren, Schüssen ausweichen und ähnliches wollen wir jetzt hier testen. Und nach der Zeitrunde gibt es eine Auslaufrunde und dann fahren wir runter von dem Gelände und parken vorne. Wir werden das alles analysieren, die Zeit messen und werden wir das dann mit Ihrem Kollegen da vergleichen und Ihnen dann das Ergebnis nennen. Dann dürfen Sie beginnen, der Ifrit wird nicht mitfahren, wir fahren einzeln. Wir fahren noch nicht los. Hat jemand die Zeit gestoppt? Ne, das ist noch die Einführungsrunde, ich stoppe danach die Zeit. Okay. Ich habe auch eine Stoppuhr vor mir.
Okay, dann machst du das, dann muss ich jetzt hier nichts extra aufstehen. So, wir fahren jetzt einmal dem Offroader hinterher, ja, so eine kleine Proberunde für sie. Dann geht's los. Und dann stellen wir uns wieder an der Startlinie auf. Das ist natürlich ein schneller Start, sie müssen nicht nochmal vor der Linie anhalten, sie brettern dann gleich durch, ne? Die hätte man mit dem E-Trip warten sollen, aber gut, egal jetzt. Wieso? Das ist doch erst mit dem Proberunde. Ihr seid auch schon fast durch. Die Zeit wurde genommen, ja? Ja. So, ihre Zeit läuft, der Herr. Ihre Zeit läuft. Schneller, das ist viel zu langsam. So, wir halten dann, wie gesagt, wieder an der Startlinie an und werden erwarten, bis der Offroader durch ist und dann werden wir die Zeit stoppen. Kommen Sie, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Ich sehe gerade, wir haben immer den Fuß auf dem Bremspedal. So geht das aber nicht. Wie war die 32,6. 32,6. Ah, also bei 30 Sekunden wäre es eine 1 gewesen. Dann hätten sie keinen Punkt, so kriegen sie einen Punkt. So, ihr Kollege hat eine Zeit von 32,6 Sekunden. Wir werden ihm gleich das Startsignal geben. So, dann bin ich bei 6 Punkten. Und dann bin ich mal gespannt. Sie fahren dann bei der nächsten ich verlange, dass sie ihn unterbieten, natürlich. Dann könnt ihr unsere Zeit stoppen. Ja, kann ich machen. Okay. Wenn wir hier irgendwo rausfahren, dass ich sehe, dann. Dann sage ich jetzt, warte, ihr steht da ungünstig. Ja, warte noch kurz. Okay, steht ihr einigermaßen gut? Mal gucken, was er macht. Nee, ich glaube, er weiß selber gar nicht, was er machen soll. Machst du mit Einführungsrunde oder? Ah, ja, mal schauen. Also, ich sag jetzt 3, 2, 1 los im Chat und in Game, okay? Okay. Und dann stoppen wir die Zeit, ja? 3, 2, 1, los. Wir warten noch auf den Herrn Kollegen. Da Kavala zu weit ist und wir noch andere Aufgaben haben, fahren wir nach Azira zum Beispiel. Das muss noch ein bisschen schneller gehen in den Kurven. Uns beobachtet hier keiner. Wir wollen hier den Offroader unterbieten, also sie können auch ein bisschen abkürzen. Wir wollen hier nur gewinnen. Wir sind Rebellen. Und jetzt Vollgas und... Welche Zeit? 35,9. Langsamer. Oh. 35,9 ist das leider nur gewesen. Da müsst ihr entscheiden, wie viele Punkte ihr gibt. Also da müssen wir ihn jetzt leider, weil wir verloren haben, 6 Minuspunkte geben. Das geht jetzt leider nicht anders. Aber fürs nächste Mal wissen sie, ein Ifrit fährt einfach überall durch. Im Gegensatz zum Geländewagen. Mikrofon aktiviert. Der will die Karre noch schrotten, ne? Ja, dann fahren wir nach Azira, ne? So, dann verlassen sie jetzt bitte hier einfach das Gebiet, wagen jetzt hinter dem Offroader, hinter ihrem Kollegen. Hier ist ein Kopfauto. Und dann werden wir uns langsam in Richtung Azira bewegen. Sagen den Kollegen bitte, dass sie nicht auf uns schießen sollen, dass die Kollegen, dass sie dann immer noch eine Geisel sind. Nicht vergessen. Wir haben die Sprengladung am Auto angebracht. Wir haben da sogar noch einen Kollegen. Ich gebe ihnen dafür ihr Funkgerät wieder. Und wir werden die Fahrt jetzt auch fortsetzen. Sie dürfen starten. So, wir fahren jetzt hinterher. Der Typ ist abgehauen, der Zivilist. Warte mal, wir fragen mal den Zivilisten, ob er noch mit will. Möchten Sie noch mit? Ja. Unruhe stiften ist sehr gut. Es gibt wieder ein paar Punkte. Das heißt, Sie sind jetzt bei minus 4 Punkten. Das ist noch okay. Nö, nee, das will nicht. Okay, gut, dann fahren wir weiter, wenn er nicht will. Also jetzt Azira Hakun, schnellstmöglichster Weg. Azira Hakun. Und ich möchte Sie bitten, vorm Ifrit da zu sein. Ja, das ist auch gerade sehr gut gewesen, dass Sie fast einen Zivilisten umgefahren haben. Es gibt nochmal 2 Punkte. Das heißt, Sie sind jetzt nur noch bei minus 2. Komm, schneller wieder Offroad, bitte. Sie können ruhig abkürzen. Wir müssen schnell wieder Offroad bei Ihrer Base sein. Azira. So, jetzt werden wir gleich mal ein paar Reparaturmaßnahmen durchführen. Das heißt, sie werden jetzt aussteigen, das Ganze reparieren. Habt ihr gesehen, wer die Cops war? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Keine Ahnung. Nee, ich jetzt auch nicht. Macht erstmal unseren Ifrit kaputt. Das Hupen nicht vergessen, ne? Ich hab gesagt, ich hab Sprengladung an den Cops angebracht. Die anderen Cops sollen sich fernhalten. Ey, wenn die jetzt geschossen hätten, wäre das aber echt assi gewesen, oder? Ja. Haben sie ja nicht. Also war nee, also ich, aber die kamen gleich mit gezückter Waffe auf mich zu. Wie heißt der Rekrut? Ich schreibe mir gerade mal so die Bestzeiten auf, falls wir das öfter machen.
Ganchi. Gintami. Und Gintami, ach, ich bring die mal durcheinander, die beiden. Normalerweise kann man schon solche Mauern überqueren, aber da muss man ein bisschen schneller fahren. So, und solange der Ifrit nicht da ist, drehen Sie Kreise bitte um Ihre Police-Hack-Crew, bitte. Da waren zwei Schilder, die stehen ja noch. Ich lasse ihn jetzt hier, ach ja, der hört ja mit. Ja, sie haben jetzt auch schon lange nicht mehr gehupt oder ähnliches. Aber gut, dass sie hier noch ein bisschen Zerstörung angerichtet haben. Wie lange braucht ihr noch? Ja, wir sind jetzt gerade Gravia Garage vorbei. Okay. Irgendjemand schießt hier, ich weiß nicht auf was. Auf uns nicht. Okay, gut. Ja, dann fahren Sie mal zu Ihrer Garage da hinten. Können Sie mal anhalten. So, also wir fahren jetzt zur Garage und werden dann neben Ihrem Kollegen parken. Wir werden rückwärts einparken. Ja. Dann können wir mal aussteigen. Smoke werfen bitte. Sehr schön. Exonic, bleibst du ein bisschen abseits, das ist sonst zu laut hier. Sehr schön, bitte die Mauer noch mitnehmen. So, da vorne stehen jetzt auch Ihre Kollegen, wie gesagt, wir rückwärts einparken. Wir sind mit dem Planer aufgestiegen, wir stehen bei der Garage und stehen an der Mauer hinten. Kommt ihr hier reingefahren vielleicht, sodass ein bisschen sicher stehen, dass wir falls wir gleich flüchten müssen? Ich habe gesagt, rückwärts einparken. Okay. Ist doch gerade ein Kollege von unten in der Luft gewesen, der kann uns so mitnehmen. So, das sieht alles sehr gut aus, wir werden jetzt wieder die Parkposition einnehmen, das Fahrzeug verlassen und dann können Sie zu unserem Hauptfahrlehrer gehen. Out of ammo. Schick den Rekruten hierher, dann setzen wir uns, zurücksetzen wegen der Beratung und dann kannst du ihn hier nicht mal rumstellen, das ist nicht. Sehr nett. Wir sind doch zu viert, ne? Ja, dann nehmen wir den Ifrit halt. Herr Gentami, stellen Sie sich mal bitte neben Ihren Kollegen. Wir beraten uns kurz, die Prüfer besprechen das, Herr Silent passt auf Sie auf und dann gibt es die Mitteilung. Kann der Heli mal ein bisschen weiter wegfliegen? Wir gehen in das Gebäude rein. Mikrofon aktiviert. Mikrofon aktiviert. Ist Olaf der Prüfer gewesen bei euch, oder? Ja, haben wir beide gemacht. Also... Ah, er fährt rein. Warte mal. Ich möchte jetzt nicht, dass sie das... Hey, hey, hey! Bitte kein Krawall machen, bitte lass uns das in Ruhe zu Ende bringen, okay? Nicht die Kopfhörer. Dankeschön. Bitte, das war jetzt an, ich kann hingehen, wo ich will. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, ist mir egal. Der hat keinen Plan, wo er hingehen soll oder so. Ja, der Rekrut war echt gut. Ja. Das Einzige, was wirklich scheiße war, dass der... Gleich im Game. Mikrofon muted. Also, der Rekrut hat das alles sehr, sehr gut gemacht. Schöne Sprünge, alles umgefahren, Zivilisten fast überfahren, unnötig gehupt. Das war absolut top. Habe ich selten sowas Gutes gesehen. Das Einzige, was ich wirklich zu bemängeln habe, ist, dass er leider... Ja, Gott... Jetzt habe ich gerade einen übelsten Blackout. Ja, genau, ich habe auf meiner Liste nochmal nachgeguckt. Er hat den Hunter HMG überhaupt nicht umfahren. Er ist da voll reingefahren und wir wären eigentlich tot gewesen.
Deswegen abschließend mit minus 4 Punkten kommt er da raus. Ja, okay, gut. Ja, also mein Kollege hat doch auch vernünftig gemacht, was möglich war. Er konnte natürlich nicht so fahren wie sie mit dem E-Trip. Aber wir haben ein Fehlverhalten zwischenzeitlich, ja, sind wir doch durch den Unfall doch sehr hoch an die Punkte geraten. Deswegen bin ich bei minus 6 Punkten insgesamt, weil die Zeit auch nicht so gut war, zu langsam durch den Parcours, also minus 6. Aber dann haben sie ja beide bestanden, ne? Dann können wir ihnen das wiedergeben, den Führerschein, ne? Das auf jeden Fall. Ne? War sehr gut. Microphone activated. Dann machen wir das, ne? Die werden sich freuen. Die werden sich freuen. Rebellenführerschein, ja? So, dir, nach abschließender Beratung. Die gute oder die schlechte Neuigkeit zuerst, was möchten Sie hören? Die schlechte. Ja. Die schlechte. Die schlechte ist, Herr Internaler, Sie haben die meisten Minuspunkte. Natürlich durch den Unfall. Vorher lagen Sie die ganze Zeit in Führung. Vom punktemäßig her. Aber durch den Unfall habt ihr natürlich Punkte. Sie haben minus 6 Punkte. Das bedeutet aber, die gute ist, beide haben bestanden, weil keiner minus 10 hat. Herr Gentami, Sie haben minus 4 Punkte. Da Sie den Hunter HMG doch nicht so beachtet haben, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber, ja. Gott zum Gruß, ja, beide Herren, die bekommen hiermit den Rebellenführerschein auswendig und sie dürfen rebellisch fahren dadurch. Das ist genehmigt. Was sie davon haben, weiß ich nicht, aber sie dürfen es auf jeden Fall. Ja, dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Danke. Danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch und ich war sehr beeindruckt, Herr Interlana, wie Sie mich über die Straße geführt haben. Das sollten Sie öfter tun. Und natürlich. Vielen Dank und wir würden uns dann jetzt hier einfach verpieseln und ihr macht dann euer Ding weiter und haben wir euch an viel lange aufgehalten. Okay? Alles klar. Ja, vielen Dank für die nette Behandlung. Alles klar, ja, ja, gleich mal Ihre Frau an, ja? Tschüss. Vergesst nicht, Ihre Frau gleich anzurufen. Ja, gut, danke.